Hallo, herzlich willkommen bei Make-up Coach. Du brauchst doch noch eine kleine Anleitung für dein festliches Make-up. Das zeige ich dir heute nochmal mit sehr, sehr viel Information, aber auch mit ganz einfachen Handgriffen und ganz einfachen Zutaten. Mit diesen Farben werde ich arbeiten und was das jetzt genau ist und wie ich es aufgetragen habe und warum ich es aufgetragen habe und wie man das noch ergänzen kann, das siehst du jetzt im Anschluss. Viel Spaß beim Nachmachen oder Üben oder Ausprobieren oder auch Ergänzen, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Also schau dir an, was du vielleicht noch für dein festliches Make-up an Tipps mitnehmen kannst. Eine echte Herausforderung. Kriegen wir das hin? Ja. Schritt 1. Die Haut ist an manchen Stellen ein bisschen gerötet. Hier sieht man, ist sie sehr glänzend. Dadurch sieht sie sehr verquollen aus. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier das Fett neutralisieren mit dem Zauberpuder. Einfach so grob drüber. Und dann nehme ich ratzfatz. Ich habe jetzt alle 6 Farben in der Palette. Ich benutze aber jetzt hier die warmen Töne. Und da ich immer noch ein bisschen Farbe habe, auch tatsächlich die Farbe Nummer 2. Und trage das ganz grob mit einer Quaste auf. Und wenn du immer die Farbe wählst, die dein Gesicht auch hat, dann musst du ja nicht überall drüber, sondern tatsächlich nur da, wo du meinst, dass du es brauchst. Und schon sieht das ganze Hautbild ebenmäßig aus. Meistens so auch auf der Nase, ein bisschen am Kinn. Und das ist ratzfatz gemacht. Jetzt mache ich ein Auge mit Smokelinern und den anderen mit Brightliner. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Das hier ist der Smokeliner Silber-Schwarz oder Schwarz-Silber und hier ist Silber pur. Und das sind die beiden Brightliner Smoky und Silber-Brillanten. Wer es ein bisschen weicher haben möchte, weil er vielleicht rothaarig ist, blond ist, eher zart und sagt, ja, ich möchte das kräftig haben, aber nicht so bumm. Der nimmt dann hier Smoky, weil das eher in den Braunbereich geht. Ich werde jetzt bei mir Silberbrillanten nehmen, weil ich habe es immer ganz gerne ein bisschen kräftiger. Ich starte an dem Auge mit Silberbrillanten. Und jetzt kannst du mal sehen, wie schnell das fertig ist. Du siehst, ich mache erstmal hier am Wimpernrand entlang, drehe den noch nicht in der Hand, weil jetzt ist noch kaum Farbe drauf. Ja, mit der Spitze genau hier in die Lidfalte. Einfach mit dem Finger ein bisschen verwischen. Und jetzt den Applikator ein bisschen drehen, nochmal Farbe aufnehmen. Hier unten bis zur Mitte nur mit der Spitze. Fertig. Wahnsinn, oder? Ich werde das jetzt gleich noch mit dem Smokeliner veredeln, also noch ein bisschen intensivieren, aber du siehst, selbst nur mit dieser einen Farbe kommst du schon fast klar. Jetzt möchte ich gleich noch ein bisschen hier Lidschatten auftragen, aber wenn du jetzt wirklich wenig Zeit hast, würde das hier Concealer, da Concealer, ne, das haben wir noch nicht gemacht, und ein bisschen Mascara würde schon fast ausreichen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit dem Smokeliner arbeite, ist das automatisch viel intensiver, weil die ja ganz anders pigmentiert sind. Das ist ja ein Gel-Liner und das andere ist mehr oder weniger ein Creme-Lidschatten. Und du kannst auch hier sehen, wenn ich hier so drüber gehe, da passiert nichts. Übrigens, das, was hier noch ein bisschen rot ist, das ist von Lip Liner. Den habe ich gestern aufgetragen und der hält so gut, dass ich den vorhin in der Schnelle gar nicht
abbekommen habe. So. Und dieser Schwarz-Silber, der hat halt den Vorteil, finde ich den Vorteil, der glitzert wie Jeck. Wer das nicht mag, nimmt eben nur Schwarz oder Braun. Im auberginefarbenen, der im Adventskalender drin war, ist auch ganz wenig Glitzeranteil drin. Aber wie gesagt, der kommt erst im neuen Jahr, es sei denn, du hast den jetzt im Adventskalender geschnappt. So, und jetzt hoffe ich, dass man sehen kann, was das für ein schöner Glitzeranteil ist. Eine Farbe auf jedem Auge, das intensiver, das ein bisschen weicher, sodass für jeden etwas dabei ist. Und das arbeite ich jetzt einfach ein bisschen aus. Aber das könnte im Prinzip schon so bleiben. Ich setze auch mal meinen Concealer schon mal, um zu zeigen, dass das jetzt allerdings dann ohne Mascara, weil die würde mich jetzt dabei behindern, was ich noch alles auftrage. So, und mit dem Pinsel gehe ich hier rein. Obwohl ich keine langen Fingernägel habe, mache ich das auf der Innenseite immer lieber mit einem Pinsel. Da mache ich es mir einfach. Ich könnte das jetzt mit dem Bigeboo-Pinsel Nummer 1 richtig verteilen, aber ich trage es nur grob auf, nehme den Doppelpinsel, gehe hier dupp, dupp, dupp drüber und bin dann fertig. Kräftiger mit Schwarz-Silber, weicher mit Brightliner. Das entscheidest du jetzt für dich, was nehme ich lieber. So, jetzt gehe ich mal mit dem schwarzen Smokeliner nochmal hier über den Brightliner. Wer sagt, auch so eine Kombination wäre ja vielleicht auch ganz schön. Und das Tolle ist eben, dass du das verwischen kannst. Den hätte ich jetzt nochmal anspitzen müssen. Passiert auch mir, ne? Genauso wie dir. Und schon ist das wieder ganz anders. Jetzt nehmen wir mal den Pursilber. Gehe nur so ganz zart hier mal drüber und auch direkt wieder verwischen. Das brilliert dann noch mehr. Oder du nimmst den nur hier vorne. So, ich wollte jetzt mal so ein bisschen was Extravagantes zaubern und habe den mal als kompletten Eyeliner bis ungefähr hier aufgetragen. Bis ganz innen würde ich nicht, da soll der dunkle Schwerpunkt bleiben. Du kannst den aber auch nur hier so auftragen. Dann macht das hier innen drin im inneren Augenwinkel das Auge schön auf. Jetzt fische ich mir noch mal einen angeschmitzten Smokeliner. Jetzt nehme ich den mal nur pur schwarz und zeige dir einfach ein paar Möglichkeiten, wie du mit ein paar Handgriffen und ohne viel Hilfsmittel das in Sekundenschnelle verändern kannst. Den Smokeliner immer wieder auftragen, verwischen
Und dann zum Schluss nochmal pur drüber als Eyeliner. Also wenn ich sage pur drüber, dann meine ich nochmal einen abschließenden Eyeliner damit machen. Zwischendurch den Finger auf ein Kleenex-Tuch dann nochmal abwischen. So. Jetzt nehme ich mal einen hellen Lidschatten. Was nehmen wir denn da? Ach, nehmen wir nochmal die Eisprinzessin. Ich glaube, das ist gar nicht die Eisprinzessin. Hier habe ich 1000 Sachen liegen. Aber nie das Richtige. Ich finde die Eisprinzessin jetzt gerade nicht. Die ist wahrscheinlich auf dem Fototisch oder hier drunter. Dann nehme ich dann nochmal die Kugel. Ich glaube, es ist doch die Eisprinzessin. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Werden wir sehen. Irgendwas Helles. Das kann Marlene strahlend sein. Selbst das Weidenröschen ist noch hell genug. Du siehst, ich trage mit einer Seite auf und mit der anderen Seite verklopfe ich das dann so ein bisschen auf die dunkle Farbe. Und da, wo du noch was Helles brauchst, gehst du noch mal so drüber. Das öffnet dann nochmal schön das ganze komplette Lid. Wenn du sagst, das ist mir immer noch nicht genug, nimmst du den Schlupfi-Puschel, MSB, oder wenn du es noch intensiver möchtest, ein bisschen mit Late, also dem Grauton, mischen. Schönes Kinn hoch und in die Lidfalte. Nur einmal Farbe aufnehmen erstmal und das gut verteilen. Mach lieber dreimal wenig als einmal zu viel. Und immer dran denken, die spitze Seite des Pinsels, die soll genau in den Schlitz zwischen Auge und Knochen, und die Fläche des Pinsels, das hier, das soll dann über den Knochen hin und her streichen und immer rund, ganz wichtig, wie ein Scheibenwischer rund, nicht so, weil das würde das Auge drücken, immer ganz rund ausarbeiten. Und wer stärkeres Schlupflid hat, der nimmt noch mal jetzt ein bisschen MSB, geht hier im Drittel rein, so, und flitscht das, also praktisch da, wo der Schlitz ist, wo der Knochen anfängt, und flitscht das so ein bisschen an dieser Stelle raus. Und das macht das Auge auf. Das ist intensiv, aber das ist nochmal durch das Einschattieren jetzt wieder größer, offener, obwohl es ja etwas weniger Farbe hat. Machen wir am anderen Auge dann auch. Dann nehme ich jetzt auch wieder MSB und Late, also braun und grau gemischt. Gehe hier rein. Immer da anfangen, nie hier, weil hier wollen wir ja Schatten rausbekommen. Spitze Seite nach unten. Und wieder rund, 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 rund. Ganz, ganz wichtig. Und du siehst, was diese Kleinigkeit ausmacht, oder? Hammer, ne? So. Da hatte ich ein bisschen gematscht. Ja, die Haut, wenn man die schiebt, die bleibt dann auch so stehen. Das ist dem Alter geschuldet. Feuerwerk. Das ist ja jetzt schwarz-matt. Und wer sagt, ich mag das, wenn das so dunkel ist, aber es darf so ein bisschen was passieren. Feuerwerk, einmal drüber. Und dann verteilen. Und das ist mein absoluter Favorit. Dunkles Augen-Make-up drunter, entweder mit den Stiften oder geht natürlich auch mit Lidschatten, das ist überhaupt kein Problem. Aber dann nochmal so, ne, Feuerwerk drüber. So, und außer, dass ich jetzt doch ein bisschen einschattiert habe, weil ich wollte ja eigentlich Augen-Make-up nur mit Stiften machen,
Könnte ich tatsächlich auch mit dem Smokeliner nur mit Stift. Aber für diejenigen, die sagen, ich komme mit dem Stift aber nicht ganz so gut klar wie mit einem Lidschatten, nochmal die Kombination. Aber du hast ja den ersten Schritt gesehen, wir hätten das komplett nur mit dem Stift machen können. Und da ich jetzt dieses wahnsinnig große Augenlid habe, nehme ich nochmal den Make-up-Puschel und gehe in Sonny. Bräunungspuder, einfach so düpp, düpp, düpp. Und setze mir hier noch ein bisschen Farbe rein. Denn alles, was so wahnsinnig hell ist, sieht auch schnell geschwollen aus. Also nochmal Tipp für diejenigen, die auch hier so viel Platz haben bis zur Augenbraue. Ne? Ist das eine schöne Sache. Und da ich das Ding jetzt gerade in der Hand habe, mache ich auch direkt Rouge. Momentan bin ich nicht mehr ganz so braun. Da gehe ich eher über die beiden Farben. Weil Honeymoon ja schon recht intensiv ist. Und das reicht mir im Moment aus. Mit dem Sonny könnte man jetzt auch noch so ein bisschen hier über die Schläfe. Da sieht man bei mir natürlich nicht viel, weil da die Haare drüber sind. Aber wenn bei dir da keine Haare drüber sind, auch eine gute Möglichkeit, um das alles so ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen. So, Haare verteilen. Mascara mache ich jetzt noch den Lippenstift. Ich habe hier einfach mal das ist meiner. Da war auch noch so ein bisschen was anderes dran, weil ich den mal über den roten drüber gesetzt habe. Und dann nehme ich den neuen roten Drehliner. Ne, den kann man ja rein und raus drehen. Den braucht man nicht zu spitzen. Und mache mir nachträglich so ein bisschen Kontur. Geht auch mal. Ne? Also wenn der so besser gleiten soll, dann Lippenstift runter. Normalerweise natürlich andersrum. Aber ich möchte ja auch Wege zeigen, wie man es mal anders machen kann. So, und wenn ich den jetzt so ein bisschen presse, habe ich den direkt unten an der richtigen Stelle. Auch nochmal Tipp für diejenigen, die sagen, ach, ich komme unten nicht zurecht. Oben das Lippenherz malen und die Lippen dann vorsichtig pressen. Und dann ist die Kontur unten exakt an der richtigen Stelle. Wie Magie. Und der hat halt den Vorteil, der ist richtig schön spitz. So, dann habe ich einen gerandeten, aber doch noch natürlichen Lippenstift, weil ja die Kombination zwischen Rot und das ist meiner auch gut passt. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass diese Augenbraue dunkler ist und auch dichter ist. Das liegt daran, dass ich immer noch nur an diesem Augenbrauenstück das M2 Brows nehme und hier nicht. Das gleiche ich dann mit Augen und Braue noch ein bisschen aus. So, habe ich jetzt extra nicht so dunkel gemacht, um dir zu zeigen, was ist auch da jetzt der Unterschied. Lieber natürlich oder lieber ein bisschen intensiver. Das hast du ja alles in der Hand, indem du auswählst, was du benutzt. Wimperntusche. Eine Wimperntusche macht immer unfassbar viel aus. Schön vorsichtig unten.
Du siehst, da mache ich eine Kombination aus Bürstchen hin und her und Kopf hin und her. Das hat sich bei mir ganz gut bewährt. So einfach ist das. So, mein Favorit ist tatsächlich der schwarze, der silberschwarz und, Moment, der nicht, beziehungsweise der war ja auf dem anderen Auge und Feuerwerk. Ne? Also das finde ich sehr schön. Das wird auch mit dem Feuerwerk so, ja, so ganz minimal blau, violett, aber wirklich nur ganz minimü. Da sind ja auch ganz kleine rosa Partikelchen noch drin. Und diese Kombination aus diesen zarten Partikelchen, das lässt eben alles so weich aussehen. Auch nicht überdosieren. Ich habe neulich mal in einem Film, habe ich nochmal kräftig draufgegeben, da hat jemand gesagt, boah, das fand ich aber jetzt ein bisschen viel. Das mache ich ja manchmal nur, um zu zeigen, ne? Wenn man etwas viel benutzt, das war in dem Film mit dem Mumien-Make-up, wenn man etwas viel benutzt, dann wird das nicht unbedingt besser. Schöner ist es, wenn man das dann wirklich so ganz zart aufträgt. Und das Tolle an dem Feuerwerk ist ja, dass der Glitzer da nicht runterfällt. Weil wenn du so einen losen Glitzer nimmst, dann fällt er ja eventuell schon mal runter. Was auch nicht schlimm ist, dann nimmst du Zauberpuder, machst so, da wo der Glitzeranteil ist, und nimmst das entweder mit einem dicken Pinsel oder mit der Puderquaste so weg. Weil der Glitzer haftet nur deshalb, weil der einen, ich sage jetzt mal, feucht-fettigen Untergrund findet. Glitzer auf Puder fällt einfach so ab. Also so könntest du dann zum Beispiel, wenn du mit losem Glitzer arbeitest und dir fällt was runter, das Ganze auch nochmal auskorrigieren. Die andere Seite ist so ein bisschen exaltierter mit dem Eyeliner Silber pur. Das ist jetzt hier der zweite. Dann halten wir auch nochmal unsere IKEA-Sonne auf die Hand. Es wird alles immer sehr gelb mit diesem Licht, aber dann kannst du vielleicht sehen, wie die Farben im Licht dann doch glitzern. Und am Auge dieser silberfarbene ist nun mal eine ganz andere Sache als das Feuerwerk. Und der eine mag so und der andere so. Und ich finde es immer schön, alle oder viele Wege zu zeigen, damit du entscheiden kannst, oh, wie möchte ich das denn? Wie möchte ich das denn üben? Gefällt mir das so mit dieser schönen, dünnen, silbernen Linie, die ich dann auch noch so ein bisschen verteilen kann? Ist etwas exaltierter? Oder nehme ich das Diffuse mit dem Feuerwerk? Und du siehst, dass die Einschattierung tatsächlich noch viel bringt. Und wenn du sagst, ich möchte nicht so viel gehampeln mit dem und dem und dem und dem, dann bekommst du die Einschattierung auch sehr schön mit dem Brightliner Smoky hin, auch wenn du am Rand Silberbrillanten genommen hast, indem du mit der Spitze hier so reingehst und sofort mit dem Finger verteilst. Dann bitte vorher das Auge nicht abpudern, weil dann ist das zu stumpf. Dann lässt du es so, wie es ist. Und wenn du sagst, ah, ich habe aber so ein schnell nachfettendes Augenlid, weil sowas gibt es, und dann nimmst du einen extra Schlupfi-Puschel dafür, gehst nochmal in Zauberpuder rein und würdest das nachträglich dann fixieren. Auch das ist möglich so. Jetzt denke ich mal, haben wir einen Film, wo ganz, ganz viel Information drin ist. Wollte ich gar nicht reinpacken, aber das entwickelt sich so. Als Maskenbildnerin möchte ich dir ganz viel von meinem Wissen weitergeben und ich möchte es so simpel machen, wie nur irgendwie möglich, weil du sollst es ja auch nachmachen können. Also zum simpel nachmachen sind die Brightliner oberoptimal. Auch die Smokeliner sind einfach in der Anwendung. Die sind natürlich dann ein ganz kleines bisschen intensiver und du entscheidest, wie du das machen möchtest. Und wenn du dich entscheidest, mir den Daumen hoch zu geben, würde ich mich auch sehr freuen. Und auch natürlich über jeden Kommentar herzlich willkommen, hier unten reinzuschreiben, was du zum Beispiel noch machst oder welche Farbe du benutzt. Klar, das Ganze kann man jetzt natürlich auch noch farbig aufpeppen, weil das ist relativ unbunt. Und ich habe deswegen mal so eine ganz neutrale Bluse angezogen. Manchmal ist weniger mehr, aber auch das
hast du in der Hand und entscheidest, lasse ich das so oder setze ich da jetzt noch ein bisschen Farbe zu. Ne? So machen wir das. Ja, dann erstmal tschüss und viel Spaß beim Ausprobieren.